Ja, meine Freunde, da sind wir schon wieder bei WDL. Und wir müssen das Rennen leider nochmal machen, weil in der letzten Folge war ziemlich doof. Egal, wir machen das jetzt aber nochmal ganz schnell und hoffen doch, dass wir es Okay, jetzt Bro, schaffen. wir sind jetzt im Ja. Kurskursinstitut bereit. Ja, ich bin bereit. Oh jo, dann machen wir es jetzt aber nochmal. War eine ganz coole Mission. Ist eine ganz coole Mission. Oh, die Pöller. Ein Kinderspiel, wenn wir nicht da wieder reinfallen wie gerade eben, dann ist das wirklich ein Kinderspiel. So, genau. Ich nehme auf. Cool, ist schon bei 44 Sekunden. So, dieses Mal achten wir darauf, dass wir nicht irgendwie irgendwo doof runterfallen. Das ist schon echt doof. Ja, guck mal, wir sind aber bei einem Dreieck. Kann ich doch mal rückwärts fahren lassen? Eigentlich doch cool, ne? Da waren Böller im Weg. Entschuldigung. Ein weiterer Laster voll. Weiter so. Wir räumen hier alles aus. Jeder Albion-Soldat im Stadtteil ist hinter dir her. Liefern wir ihnen eine Show, ja? Ja, wir sind dabei, du. Fahr mal nach links, bitte. Danke. Du auch. Oh, jo. Macht mal bitte Platz. Oh, jo. Freunde der. Platz bitte machen, danke. Nicht mein Ziel. Wie haben wir denn? 22 von 31? Ja. Warum eigentlich 31? Warum nicht 32? Den Bus möchte ich ungern entgegenfahren. Jo, Freunde, wartet mal. Oh, wir sind ja wieder an der Stelle, ne? 27? Ja. Wir haben fast alles, Bro. Mach weiter. Wir werden dir und allen anderen im Viertel eine Show liefern. Fuck, bin ein bisschen falsch gefahren. Aber diesmal sind wir zum Glück nicht darunter geflogen. Na dann, wollen wir mal. Jo, die fahren die Böller einfach hoch. Na ja, wir haben es geschafft. So gehört uns Tower Hamlets jetzt auch. Mega. Ich glaube, dann sind es nur noch zwei Stadtgebiete auf dieser Seite, oder? Das war heftig. Das war der Hammer. Ist mir sogar scheißegal, dass mein fahrbarer Untersatz am Arsch ist. Wir haben alles aus dem Lagerhaus geholt. Und die Leute wissen, was Albion unter Verschluss hatte. Damit holen wir alle aus der Gegend an Bord, weißt du? Cool. Aber sie müssen mehr tun, als nur an Bord zu sein. Die Leute müssen kämpfen. Albion wird abhauen, wenn sich die ganze Stadt gegen sie verbündet. Ich verstehe dich schon, Bro. Verliert meine Nummer nicht, der Zack. Macht's gut. Ja, mach's gut, ne? Wir werden uns bestimmt nochmal hören. Ich frage mich ja, was passiert, sobald wir alles haben. So, wollen wir das hier gleich mitmachen? Dann haben wir das alles hier auf dieser Seite, theoretisch. Dann fehlen uns nur noch die drei. Weil wenn wir es alles haben, dann haben. Was ist denn das hier? Bitte lächeln. Ah. Nö, wir machen erstmal das. Tower Hamlets wird sich wegen unserer Taten Albion widersetzen. Ja, hoffen wir Darauf doch. können wir stolz sein. Scheiße, Sorry. Okay. Ich frage mich ja, was passiert, sobald wir alles haben. Wer ist denn das hier vorne? Das ist auch mal ein eigenes Dings für sich, oder? Ja, scheint so. Wer bist du? Warum sollte ich mit dir sprechen? Und was kannst du? Hallo. Ja, hör zu, ich hab da dieses Ding. Jemand anders hat bestimmt etwas Kleingeld. Auf was sitzt du eigentlich? Mach Platz, Arschloch. Sitzt du denn? Potenzieller Rekrut. Okay, dann nicht.
Dann halt nicht. Guck mal, hier mein Motorrad. Und das Radio machen wir gleich mal wieder aus. Oh Gott, dieses... Hallo, ich muss mal ganz kurz hier dran vorbei. Danke. Das ist doch relativ fix. Ja, super. Dürfen wir mal hier dran vorbei? Ich, sorry. Danke. So, fahren wir doch mal schnell zu unserer nächsten Mission. Gucken wir, was wir schnell die mal erledigen können. Mittlerweile fahren hier echt coole Autos rum. Zum Anfang waren ja nicht so viele coole Sachen. Guck mal, wir haben da hinten... Ach komm. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir überziehen die Folge ein bisschen. Wenn es so ist, dann ist es so. Alles klar, was machst du denn? Sage mal. Okay, egal, wir wollten eh hier hin. Wie komme ich jetzt hier runter? Das ist wieder eine Frage für sich. Vielleicht mit einem Bot oder irgendwas dergleichen. Hier rein komme ich nicht, ne? Nein, das wäre doch zu schön. War ich hier schon mal, ist die Frage. Hier gehe ich aber nach oben und nicht nach unten. Das war knapp. Sorry. Nein, komm nicht da. Das war mehr als knapp. Aus. Keine Zeit dafür. Da unten wäre noch einer. Der sollte uns jetzt aber tatsächlich weniger interessieren. Wir gehen doch einfach direkt mal hier hoch. Ach so, wir sind... Was zum Teufel war das? Ich soll aufhören. Wo ist das Ding? Aus. Gott, jetzt haben wir natürlich wieder jeden. Bewege mich zum Ziel. Zu uns geholt. Die machen wir einfach mal ganz kurz scharf, damit hier, damit wir nicht so schnell verfolgt werden können. Und rennen mal ganz kurz nach oben, um zu gucken. Oh ja. Freunde, das könnt ihr doch nicht bringen. So, aber ist egal, wir wollten hier hoch uns die Technikpunkte oben zu holen. Guck mal, das ist doch eine coole Maske da, die da liegt. So, da ist es schon. So, aber eigentlich wollte ich ja nicht hier hoch. Ich wollte eigentlich unten die Beweise fotografieren. Gehe zur letzten bekannten Position. Ich habe keinen Sichtkontakt. Boah, ich auch nicht, du, keine Sorge. Da muss jemand sein, auf die Suche. Gut, wir gehen mal ganz kurz in diese Kamera rein, denn darunter... Und da sind auch schon die Beweise, die wir haben wollen. Die Frage ist nur. Das scheint mir wieder sehr stark mit einem Dings verbunden zu sein. Spider-Bot. Kapern. Oh Gott. Ist das? Ja, guck mal von hier. Da sind die Technikpunkte. Aber wo ist das? Vorne bei meiner Markierung. Okay, wie komme ich jetzt hier runter, ohne großartigen Schaden mir zuzufügen? So am besten. Bin ich aber schon. Danke. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte das machen. So, und dann müssen wir da rein. Wie komme ich denn da rein ohne so? Danke. Und dann zu den Beweisen. Die sind nämlich auch gleich hier drin. Okay, das ist nicht cool. Wir haben jetzt mega lange Cooldown, ne?
Okay, das gleiche. Wir probieren das gleich noch einmal, weil kann ja nicht sein. Ich hoffe, das ist der Weg. Ja. Okay, ich hoffe, das ist der Weg, weil wenn nicht, wäre das ja ganz schön doof. Hier scheint es mir nicht zu sein. Doch, das doch. Komm, nein. Eine ziemlich offensichtliche Scheinfirma der Kellys hat hier ein Büro. Da wird der Keylogger drin sein. Ach so. Und außerdem ein Haufen Schießwütiger, die sich den ganzen Tag langweilen. Also empfiehlst du keinen Frontalangriff? Ich persönlich fände es ja lustig, aber dir würde der Tod wohl nicht so viel Spaß machen. Nein. Außerdem gibt es ein umfangreiches Netzwerk, durch das sich ein Spider-Bot bewegen könnte. Verstanden. Dann sehen wir uns mal um. Ja, aber ich brauche die nochmal hier tatsächlich. Okay. Hä? Okay, wie komme ich hier rein? Gar nicht. Also so wahrscheinlich weniger. Du bist zu groß. Ich brauche einen Polizeibot oder irgendwas dergleichen. Den dahin zum Beispiel. Den bräuchte ich mal. Den sollte ich hier durchkommen. Ist es doch nicht the way? Scheint mir doch nicht so zu sein. Verdammt, ich dachte, ich bin hier richtig. Nein, das ist aber nicht dieser... Oh Gott, okay, wie komme ich jetzt dahin? Die Beweise sind... Ja, kapere eine Nachrichtendrohne und fotografiere Beweise, die... Nachrichten? Aber wie soll ich denn da hinkommen? Erstmal sollte ich doch den Weg finden, wie ich überhaupt hinkomme. Ach so, nee, dich wollte ich eigentlich kapern. CTOS. Nein, verdammt, ich wollte dich gerade holen. Ich noch nicht, wenn ich ehrlich sein soll, weil ich nicht weiß, wie ich da runterkomme. Das ist ein Paketjob, der ist mir halt egal. Ab hier beginnt ja Wasser. Also ab hier und hier scheint es mir nicht so, als käme ich hier irgendwo hin. Ach da, guck mal, nice. Na, das haben wir ja jetzt schon. Nee, komm ich... Ah, lol. Es ist nur giga dunkel. Ich sehe halt nichts. Habe ich irgendwo Licht? Hoch runter anlocken. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich fliege gerade irgendwo hin. Ich sehe halt nichts. Okay, wie kann ich davon jetzt ein Foto machen? Mein Geschweige, wie soll ich da mit einem Spider-Bot langlaufen? Aha. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich unten hinkommen soll. Wie gesagt, er darf nicht durchs Wasser. An Wände kann ich nicht laufen. Ja, das ist doch doof. Wie soll ich da unten hinkommen?
Ja, und jetzt ist es kaputt. Ja, okay, komm. Dann müssen wir das beim nächsten Mal machen. Ich möchte jetzt hier nicht die ganze Folge damit verschwenden, wie ich dahin komme. Der ist noch gar nicht weg, du. Der ist gerade erst angekommen. Ach, der war lustig. Okay, hier haben wir nochmal Kopfhörer. Guck mal, die können wir noch schnell mitnehmen. Danke, die hören wir uns später an. Irgendwann später. So, ich soll aufs Dach. Irgendwie soll ich da hochkommen. Hier gibt es da bestimmt irgendwo eine Frachtdrohne, die ich nutzen kann. Ach, guck mal da. Wie komme ich denn da hin? Hier mit. Ja. So, dann hier rüber und dann können wir da rein. Da ist gar nichts passiert, du. Aber auch rein gar nichts. Ach, wie komme ich jetzt da umran? Drum hätten wir auch eine Frachtrunde, die wir theoretisch rufen können. Oder auch nicht, warum? Das ist eine Kampfdrohne und sie ist hinter mir her. Was für eine Kampfdrohne? Kannst du bitte einfach nochmal runterfahren, ohne jedes Mal stehen zu bleiben? Warum tut man das sowas? Warum? Das ist ja ultra nervig. Das ist mega nervig. So, das sollte, glaube ich. Nee, das reicht noch nicht ganz. Darf ich mich jetzt wieder? Danke. Okay, das wird noch nichts. Dann machen wir das Ganze noch mal so hier. Und fahren noch weiter runter. Junge, komm. Okay, ich glaube, das weiter geht's nicht. Wir sollten jetzt aber hochkommen, oder? Ja. Weißt du, das würde mich auch ultra abfangen, wenn ich mit so einem Ding jedes Mal hoch und runter fahren muss. Und das bleibt jedes Mal so stehen. Ding. 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 Und so weiter. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Da. Du bleibst mal bitte da hinten. Du hast mich jetzt zum Glück nicht gesehen. Ich würde, es ist halt auch ein Jump'n'Run hier, ne? Es ist Ubisoft. Da gibt's im Spiel von Ubisoft gibt's Jump'n'Run. Super, aber zum Glück sind hier keine Feinde. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schlimmer. Brotobata plus Feinde. Würde ich jetzt nicht so feiern. Wir brauchen hier eine Spinne. Sonst kommen wir doch hier gar nicht weiter. Okay. Hallo, Taum. Super. Yo, mein Freund, was geht? Ah ja. Danke. Wieso hat man hier... Ich habe naja, egal. Jetzt kommen die Daten. Entkomme aus dem Gebiet. Ja, das ist ja jetzt nicht so schwierig. Das sollte ja nicht so schwierig sein. Kann man hier wieder irgendwo einen Assassin's Screech-Sprung machen? So diesen Adlersprung? Oh. Ja, wenn wir schon mal hier sind, ne? Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir es auch gleich mal mitnehmen. Super. Super, super, super. Freedom is dead. Die Freiheit ist tot. Hammer. Ah, das passt. Ziel erreicht. Neue Schablone freigeschaltet. Mega. Aber das sind so Dinge, die macht man so zwischendurch einfach mal, ne? Das ist jetzt kein...
Genau, können wir natürlich mal ummalen. Ich will ja, ich muss ja irgendwie irgendwo runterkommen. Aus, keine Zeit für dich, du, gar keine Zeit. Ich habe die Kelly-Passwörter. Nichts wie weg von hier. Ah ja. Was passiert, wenn das Ding eigentlich umfliegt? Anscheinend wird das Geld in Airgap-Servern in der Bank of England gelagert. Wollen wir es probieren? Da kommt man nur persönlich ran. Willst du sagen, wir sollen tatsächlich die Bank of England Nein. ausrauben? Ich wollte das auch noch. Ich wollte euch da rausbringen. Ach man, welches Ding war. Ach egal. Kennen wir ja mal jemand anderen Spielen. Ich bin ja immer die gleichen. Guck mal, sie haben wir noch lange nicht gespielt. Ich glaube, bisher noch gar nicht, ne? Sie und den haben wir bisher am meisten gespielt. Das ist natürlich jetzt gestorben. Ein bisschen doof, aber ist egal. Gut, wir wechseln mal zu ihr. Perfekt. Scheiße. Scheiße. Naja, egal. Ins Krankenhaus und wird in absehbarer Zukunft dort bleiben. Sag mir einfach, wem ich wehtun soll. Oh. Ich bin bereit. Wir sind jetzt natürlich wieder ein bisschen lauter unterwegs, aber wie gesagt, das ist absolut nicht schlimm. So, wir wollten da hinten hin. Komm mal her, ich brauch dich. Oh nee, warte mal, das geht nicht. Ich würde es gerne hören, aber es geht nicht. Tschüss. Stimmt, unsere Krankenschwester haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt, ne? Sorry. Autonome Autos sind echt nicht toll. Wenn wir das Geld haben, muss ich es über ein paar klugen Konten leiten, damit sie es nicht nachverfolgen können. Danach kannst du machen, was du willst. Es den Opfern geben, es spenden, es in eine Badewanne schütten und dich singend darin wälzen. Ja, ja, Tür Nummer 1, Bugs. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich schon immer eine Bank überfallen wollte? Das wird total cool. Also, achso, sie hat so Elektro-Dinger oder wie? Okay, ich finde. Hinter mir. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ich muss mal ganz kurz. Zielperson, was? Hä? Kannst du bitte sterben? Hinter mir kommen wieder welche. Warte mal. Wo kommst du denn auf einmal her? Ach so, hier ist noch nicht so eine Tür. Ja, moin. Okay, das hätte man... Das hätte ich eher wissen müssen. So, jetzt haben wir Freiraum, ne? Okay, ich muss sagen, ich mag es halt Pistole lieber zu spielen. So ein bisschen sneaky unterwegs sein, das passt irgendwie mehr zu DedSec. Du kannst über eins dieser Terminals auf die Airgap-Server zugreifen. Wo sind denn die? Unter mir. Ach so, ja, ich sehe schon. Ach, wir können es unsichtbar machen. Ach so, jetzt haben wir wieder ein Problem, aber mit Dings, ne? Über uns ist irgendwo ein Spider-Bot, den wir aktivieren können. Bevor wir das machen, würde ich auch mir ganz gerne ganz kurz da hinten die Dings holen. So, Sekunde bitte. Wir sind gleich wieder hier. Wir machen gleich weiter. Ich hole mir noch schnell mal die Tech-Punkte, die da sind. So. Ach so. Mach mal auf, der ist hier. So, wo haben wir sie denn? Da. Super, jetzt müssen wir noch... Ah. Wir brauchen bitte noch einen. Geht der andere dann eigentlich kaputt, wenn wir jetzt mit dem hier nutzen? Oder ich denke nicht. So, rein hier. Ah. Ich sehe schon. What? Okay, wie komme ich da durch?
Wie komme ich denn jetzt da durch? Wir müssen ja hier rein. Wir haben ja gar keine andere Möglichkeit, aber dieses eine rote Feld. Okay, wir haben ein kleines Zeitfenster, was wir abwarten müssen. Mach doch auf. Blech. Dass das Ding hier weiter aufgeht, nur weil ich draufstehe. Ist ja voll doof. So, nochmal, komm rein hier. Die ganze Geschichte noch einmal. So. Ah, okay, das ist nämlich kaputt gegangen. So, wie komme ich jetzt hier ran? Nimm mal was mit. Sollst du denn darstellen? Oh. Ah ja, okay, aber wie? Oh, ich sehe. Wir müssen das hier irgendwie aktivieren, aber wie? Oh no. Wo führst du mich denn jetzt? Ach du Heiliger. Na dann, ne? So, du führst dahin, du gehst dahin. Du führst mich irgendwo hier vorne hin. Drehen wir das Ganze einmal. Das nächste ist hier hinten an dem Rechner. Und dann sollte ich höchstwahrscheinlich das und das haben, dass ich das entsperren kann. Ich bin drin. Und Sie wissen Bescheid. Tja, so macht's mehr Spaß. Der Transfer läuft, aber ich brauche mehr Zeit. Alter, was? 900? Was? Was machen wir? Nein, wir haben es nicht geschafft. Okay. Das ist doof. Leute, was? Ich mache heute ausnahmsweise noch eine vierte Folge. Wie es aber jetzt hier weitergeht, ne? Erfahren wir es leider erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Ja, wenn du meinst, du magst mich, du magst den Kanal, den ich habe, du magst die Videos, die ich habe, du magst den Content, den ich mache, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, kommentierst und ein Like da lässt. Hilft nicht nur mir, hilft auch dem Algorithmus. Er lässt uns als Community weiterhin wachsen. Wenn du mal Lust hast, in dem Stream dabei zu sein, guck mal in der Videobeschreibung, da findest du meinen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir das nächste Mal sogar schon im Stream. Jetzt aber bis zum nächsten Mal, euer Teddy Tüdelü. Ciao, ciao.